An dieser Stelle freue ich mich sehr, zu unserem letzten Lightning Talk Aleph Koban auf die Bühne zu bitten. Aleph Koban ist Humangeografin und politische Bildnerin und koordiniert vor allem im Projekt Jugend Hackt die Labs. Wir hatten im ersten Lightning Talk auch jemanden von Jugend Hackt hier. Das ist also ganz toll, dass das hier weitergeführt wird. Und vor allem geht es in diesem Talk um das Thema KI, also künstliche Intelligenz, Herausforderungen und Gestaltung gerechter Zukunftsbilder. Aleph Koban, the stage is yours. Danke. Ich probiere mal ganz kurz die PowerPoint aus. Ah ja, perfekt. Hallo. Ich freue mich, heute mit Ihnen über die politische Dimension von künstlicher Intelligenz zu sprechen. Denn, wie wir schon eingangs besprochen haben, Technologien sind niemals nur neutrale Werkzeuge. Sie spiegeln unsere analoge Welt wider und somit auch die Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen in unserer Welt. In den nächsten 15 Minuten werde ich also darüber sprechen, warum KI ein hochaktuelles bildungspolitisches Thema ist. Was sind künstliche Intelligenzen, kurz KI eigentlich? Künstliche Intelligenzen erkennen unser Gesicht auf dem Smartphone, sie navigieren Autos durch die Stadt am Stau vorbei, geben Tipps für die nächste Serie auf Netflix oder sprechen mit uns in Form von Siri, Alexa oder ChatGPT. Laut Microsoft werden unter dem Begriff der künstlichen Intelligenz Technologien verstanden, die menschliche Fähigkeiten im Sehen, Hören, Analysieren, Entscheiden und Handeln ergänzen und stärken. Das bedeutet, KI ist ein Sammelbegriff für Software, die komplexe Aufgaben selbstständig und sehr schnell löst. Um KIs und auch deren politischen Wirksamkeit zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, wie KIs durch maschinelles Lernen, also Machine Learning, entwickelt werden. TechnikentwicklerInnen oder TrainerInnen, wie sie hier in der Abbildung in grün dargestellt sind, stellen der KI eine große Menge an Daten zur Verfügung, anhand der die KI dann Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten erkennt. Und diese sogenannten Trainingsdaten helfen der KI zu lernen, wie sie eine ihr gestellte Aufgabe lösen kann. Also zum Beispiel hätte die KI die Aufgabe, sich Mathematik selber beizubringen, würde sie als Trainingsdaten zahlreiche richtig gelöste Rechenaufgaben bekommen. Und daraus würde sie dann lernen, wie man multipliziert oder was ein Pluszeichen bedeutet. Und bei besonders komplexen Aufgaben einer KI, wie zum Beispiel bei der Text-, Sprach-, Bild- oder Gesichtserkennung, werden sogenannte künstliche neuronale Netze entwickelt. Die sieht man hier schematisch. Genau, und dieser Begriff beschreibt einfach die Art der Informationsverarbeitung innerhalb einer KI. Was künstliche Intelligenzen so besonders macht, ist, dass sie selbstlernende Systeme sind. Das heißt, eine KI weiß zunächst nicht, wie sie eine Aufgabe lösen kann, sondern findet das erst im Lernprozess durch die Wahrscheinlichkeit der richtigen Antwort heraus. Wir sehen also, KIs sind menschengemacht und von Menschen trainiert. Das heißt, sie können gar keine neutralen Werkzeuge sein, die uns einfach bloß den Alltag erleichtern oder gar die Arbeit abnehmen. Und vor allem, wenn es um KIs geht, die nicht nur bloße Mathematikaufgaben übernehmen, können wir in der Anwendung von KIs oft Vorurteile, Wertvorstellungen und politische Ansichten von TechnikentwicklerInnen erkennen. Und diese politische und leider auch oft diskriminierende Dimension von Technologien möchte ich Ihnen nun anhand von zwei Beispielen erläutern. Ja, was machen eigentlich die Kameras, denen wir täglich im öffentlichen Raum, in der BVG und in Supermärkten begegnen? Sie versprechen uns Sicherheit und auch eine einfache Strafverfolgung bei kriminellen Vorfällen. Und dafür filmen sie unsere Körper und unsere Gesichter und es werden sogar teilweise Algorithmen eingesetzt, um Gesichter wiederzuerkennen und im öffentlichen Raum zu verfolgen oder um unsere Emotionen auszulesen, damit Straftaten automatisch erkannt und vorgebeugt werden. Und das sind sogenannte Gesichts- und Emotionserkennungstechnologien. Die Software WalkEye ist ein Beispiel für eine solch automatisierte Emotionserkennung. Sie soll Diebstähle in Supermärkten verhindern und wurde daher mit 100.000 Stunden Überwachungsvideos gefüttert und damit trainiert, um Nervosität oder schnelles Laufen oder den Blickkontakt mit Kameras zu erkennen.
Und insgesamt werden 100 Faktoren analysiert, wenn eine Person von einer Kamera mit dieser WarkEye-Software erfasst wird. Und um dann die Verdächtigkeit zu analysieren oder zu bestätigen, wird das Gesicht, die Kleidung, die Bewegung, sogar das Wetter außerhalb des Supermarkts und der Standort des Ladens analysiert. Hier in diesem Werbevideo sehen wir, wie das ungefähr aussieht. Der stereotype Dieb mit dem schwarzen Hoodie. Genau. Also hier konnten wir sehen, wie die Software das Verhalten einer als weiblich analysierten Person als nur 6% verdächtig eingestuft wurde, da sie lediglich zwei Säfte miteinander verglichen hat. Und bei der Person mit dem schwarzen Hoodie wird die Bewegung als sneaking, also schleichend analysiert und das Einstecken der Bierdose dann als Diebstahl gemeldet. Damit eine KI wie WarkEye Emotionen wie Nervosität in menschlichen Gesichtern analysieren kann, braucht es also eine große Menge an Daten wie Überwachungsvideos oder Beispielfotos von Menschen. Und um diese Trainingsdaten herzustellen, schauen sich Menschen Videos und Fotos an und schreiben dazu, welche Emotionen sie auf den Bildern erkennen. In anderen Fällen geben große Firmen sogenannten ClickworkerInnen, also nicht angestellte digitale ArbeiterInnen, die Arbeit, für Centbeträge Fotos von sich zu machen, wo sie bestimmte Emotionen einfach nachspielen. Und durch diese Arbeit, also dem Labeln von Gesichtern auf Videos oder in Videos oder auf Bildern, oder dem Nachspielen von Emotionen wird festgelegt, wie zum Beispiel ein ängstliches Gesicht aussehen soll. Das heißt, eine KI wird alle kommenden Gesichter, die sie durch eine Überwachungskamera präsentiert bekommen, immer an den Gesichtern messen, mit denen sie trainiert wurde. Und nun stellt sich mir die Frage, schauen wir eigentlich alle gleich aus, wenn wir Angst haben? Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass wir alle weit aufgerissene Augen wie SpongeBob haben, wenn wir Angst fühlen. Und des Weiteren ist die Frage, was ist eigentlich eine normale Art des Schauens, eine normale Art des Gehens, eine normale Art des Verhaltens, wenn wir in einem Supermarkt sind? Ja, für Menschen, die reizsensibel sind, können Geschäfte wie Supermärkte besonders anstrengend sein und Nervosität auslösen. Auch Menschen, die eine Sehbehinderung haben, verhalten sich möglicherweise anders bei einem Supermarktbesuch als eine sehende Person. Das bedeutet, dass Emotionserkennungssysteme auf Datensätzen beruhen, in denen das Verhalten und das Aussehen einer Mehrheit, zum Beispiel einer sehenden Mehrheit, als richtig und normal erachtet wird. Ja, nicht nur Menschen mit Behinderungen oder anderen Einschränkungen werden diskriminiert, sondern auch nicht weiße Menschen. Trainingsdatensätze von KIs beinhalten fast immer mehr Bilder von weißen Menschen. Ein beliebter Datensatz zum Beispiel besteht aus frei verfügbaren Bildern von Promis aus den USA aus den 80er, 90er und 2000er Jahren. Und ja, leider zeigen diese überdurchschnittlich viele weiße und männliche Menschen. Und das führt ganz einfach dazu, dass Algorithmen die Gesichter und die Gesichtszüge von schwarzen Personen oft nicht korrekt erkennen können. Also KIs werten zum Beispiel häufig schwarze Personen als aggressiv aus, obwohl sie ganz klar lachen. Ein weiteres Beispiel für die Diskriminierung durch KIs sind Werbealgorithmen. Algorithm Watch hat ein Experiment gewagt und auf Facebook Stellenanzeigen gepostet, unter anderem für Lkw-Fahrer, Erzieher und Friseur. Und alle Werbetexte verwendeten die männliche Form der Berufsbeschreibung, also Lkw-Fahrer, Erzieher, Friseur. Und für jede Anzeige wurde ausdrücklich kein Targeting, also keine zielgruppenspezifische Werbung von Facebook geschaltet, sondern nur eine geografische Einschränkung der Stelle und die war national gefasst, also Deutschland. Und daher ging Algorithm Watch davon aus, dass die Anzeigen ungefähr dem gleichen Zielpublikum gezeigt werden. Es kam jedoch anders. Die Anzeige für Lastwagenfahrer beispielsweise wurde 4.864 Männern gezeigt, aber nur 386 Frauen. Die Anzeige für Erzieher erreichte 6.456 Frauen, aber nur 258 Männer.
Das heißt, Facebook hat eine stereotype Adressierung nach Gender durchgeführt, in der davon ausgegangen wird, dass LKWs nur Männer fahren können oder wollen und dass nur Frauen Lust haben, einen erzieherischen Beruf auszuüben. Ich könnte leider noch über viele weitere diskriminierende KIs sprechen, wie zum Beispiel den Algorithmen von Kreditscoring-Systemen, die die Kreditwürdigkeit einer Person am Wohnort oder an der schulischen Ausbildung dieser festmachen, oder sogenanntes Predictive Policing, also der Vorhersage von Kriminalität in bestimmten Stadtbezirken durch Algorithmen. Jedoch zeigen alle diese Beispiele eins, nämlich dass wir Technologien, in diesem Fall künstliche Intelligenzen, niemals losgelöst von gesellschaftlichen Strukturen betrachten können. Wie ich gezeigt habe, reproduzieren Emotionserkennungstechnologien und Werbealgorithmen Rassismen, Sexismus und Ableismus, also die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Und dadurch werden herrschende Normen wie ein vermeintlich normales Aussehen, ein normales Verhalten, werden gebildet und verfestigt. Und aufgrund dieser Normierung von Menschen benennt eine ForscherInnengruppe aus den USA algorithmische Mechanismen als konservativ. Also sie meinen damit, dass alte Normen, wie Menschen zu sein haben, wiederholt werden und somit aber auch unsere gesellschaftliche Zukunft unveränderbar scheint, also weiterhin konservativ gestaltet wird. Ja, nicht nur die Auswirkungen vom Einsatz künstlicher Intelligenzen können diskriminierend sein, sondern auch das ökonomische System hinter KIs ist es. Große Tech-Konzerne sind die Hauptprofiteure in der Entwicklung von KIs. Sie können entweder ihre entwickelten Technologien hochpreisig verkaufen oder aber mit den NutzerInnen-Daten dann wieder Gewinn machen. Und um den Profit von KIs höher zu treiben, stecken prekäre Beschäftigungsverhältnisse hinter dem Trainieren von KIs. Wie ich schon vorhin angedeutet habe, arbeiten Menschen im Niedriglohnsektor daran, Fotos und Emotionen zu klassifizieren oder selbst nachzustellen. Oder sie müssen bei der sogenannten Content Moderation von sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Facebook, nachhelfen, wenn es darum geht, gewaltvolle Bilder und Videos zu zensieren. Ja, KIs sind also nicht nur durch die Vorurteile von EntwicklerInnen diskriminierend, sondern auch, weil sie mit bestimmten kapitalistischen Zielen entwickelt werden, nämlich der Gewinnmaximierung. Da gilt es nämlich, die Kosten für die Entwicklung der Technik so niedrig wie möglich zu halten, sodass es überhaupt gar keinen Raum, keine Zeit, kein Geld für die Integration von komplexer gesellschaftlicher Diversität gibt. Ja, künstliche Intelligenz, die diskriminiert, die unterdrückende Arbeitsbedingungen fördert und monopolistische Tech-Firmen nur noch reicher macht, an diesen Einsichten könnten wir schier verzweifeln. Damit das nicht allzu sehr passiert, hier noch ein bisschen Veränderungspotenzial. In der Technikbranche und auch überall anders müssen vielfältige Teams in Entscheidungspositionen gefördert werden, um unterschiedliche Perspektiven bei der Entwicklung von Technologien mit einzubringen. Das heißt, diverse Teams denken höchstwahrscheinlich auch an diverse Trainingsdaten. Der zweite Punkt: mit der Verwendung von Open-Source-Technologien unterstützen wir Software, dessen Quellcode offen und einsehbar ist. Im Falle von freien und offenen KIs ist auch der zugrunde liegende Datensatz, also die Trainingsdaten, einsehbar, nutzbar und auch veränderbar. Es ist also lohnenswert, sich für diese KIs einzusetzen, da sie keinen Profit für intransparente Konzerne versprechen, sondern immer dem Datenschutz und dem Gemeinwohl verschrieben sind. Und zuletzt, Regierungen und internationale Organisationen sollten weiterhin an Gesetzen und Standards arbeiten, wie zum Beispiel die EU das momentan macht mit dem weltweit ersten KI-Gesetz. Da gilt es meiner Meinung nach Schlupflöcher, wie zum Beispiel die Anwendung von KI für das Militär oder für diskriminierende KI, noch geschlossen. Sie sollten noch geschlossen werden. Also mein Ziel dieses Inputs war es, Ihnen zu zeigen, warum künstliche Intelligenz ein bildungspolitisches Thema ist. Ich möchte nicht dafür plädieren, partout jegliche digitale Entwicklung abzuwehren. Das ist ja auch nicht möglich. Also wir sind ja umgeben tagtäglich von KIs und nutzen sie. Ich plädiere eher dafür, einen reflektierten Umgang mit Technologien zu erlernen und sehe die Erwachsenenbildung der Volkshochschule, wie auch schon meine VorrednerInnen, als den richtigen Ort dafür. Das Erlernen, wie eine Technologie funktioniert, um sie dann beim Einsatz in der Bildung und woanders kritisch einordnen und hinterfragen zu können, ist essentiell für unsere digitale Mündigkeit. Die Volkshochschule könnte also meiner Meinung nach ein Ort für Selbstermächtigung sein, wenn wir uns dort mit den Zwecken, mit den Auswirkungen, aber auch unseren Handlungsfähigkeiten in Bezug auf KI auseinandersetzen.
Genau, und aufgrund dieses Potenzials ist das Thema KI ja auch heute auf der Digitale vertreten. Also wenn Sie Lust haben, sich weiter mit dem Thema KI und deren Potenziale in der Bildung auseinanderzusetzen, gibt es die Werkstatt Mach mal bitte, Text und Bild durch generative KI, ganztägig im Untergeschoss, und die VHS-Session nachher KI in VHS. Vielen Dank.